Ahoi Leute und willkommen zurück zu der Toten Insel mit dem Kishi und mir, dem Freddy. Wir machen Dinge. Genau das. Erstmal, wie immer, gucken wir auf unsere Quests und... Garrett, das müssen wir machen. Was denn? Da war ein Zombie, ich wollte den Kopf wegmachen. Ich muss erst kurz den Marker von der Karte entfernen. So, 160 Meter. Wir haben jetzt eine große Axt, dann können wir mal testen an diesem Zombie. Joink! Okay. Nein, aus! Aus, hab ich gesagt, zäh fix, Grützinesen noch einmal. Also der Effekt ist cool, aber ist mir ein bisschen zu träge. Bin ja so ein Fan von vielen, vielen kleinen Stichen. Oder Schnitten. Hallo, oh Gott. He came. Hast du mich gerade blockiert? Ungewollt. Gut. Ich bin auch rückwärts gegangen. Aber anscheinend langsamer als du. Nein, aus, böse. Oh, Geld. Was, 1000 hast du gerade aus dem rausgezogen? Hot damn. Ja, komm, alle sterben, ich brauch Geld. Au. Don't let me die! Ja, Charakter, beruhig dich, wir haben nur ein bisschen aus dem Maul bekommen. Das ist echt Alltag für uns. Ja, eigentlich, ne? Also für mich auf jeden Fall. Erstmal Sip nehmen. Ich habe ein Upgrade. Ah! Wo kommst du her, du Wichser, du kleiner Ficker? Ich habe ein Upgrade bekommen, das ich mal kurz irgendwo hinsetzen muss. Wenn ich das jetzt, kann ich das dann da unten oder muss ich da hierfür. Egal, testen wir es. Ja. Okay, nice, geil, das kann ich machen. Gut. Welterschütterer, meine Güte. Was hast du gerade für ein Upgrade bekommen? Also, oder Skillpunkt? Skillpunkt, ja. Okay. Hier ist Leben, falls du brauchst. Ja, danke, habe ich gerade gefunden. Ja. Mir wird irgendwie gerade der Weg nicht angezeigt zu der Quest. Also ich habe die Quest aktiv, aber so dieser gepunktete Weg fehlt. Auf der Karte, auf der großen Karte ist er auf der Minimap nicht. Ich wundere mich ein bisschen. Ich sehe gepunktete Dinger, aber die leiten mich in eine falsche Richtung, glaube ich. Ja, wahrscheinlich ist eine andere Quest aktiv. Das ist gut möglich. Ich hatte ja auch am Anfang, glaube ich, die Quest, dass wieder zurück zur Kirche sollen aktiv. Aber... Hey! Unhöflich. Ja. Hier. Böse. Jetzt müssen wir hier lang. Oh, Alkohol. Ich höre angry Zombie-Geräusche aus der Ferne. Einfach ignorieren. Ja. 387 Schadentritt, Alter. Nein, aus. Böse. Nein. Geht doch. Spring doch bitte, danke Charakter. Ich bin Müll. Müll wichtig. Ja. Ich bin auch Müll gewesen. Ja. Hier ist unsere Lieblingstür. Hallo Gerard. We did it. The broadcast was 3 Ausrufezeichen. Now anyone still alive will know where to find sanctuary. Head back to Mother Helen. She'll be needing you at the church. May the Lord protect you. Danke. Piranha. Dafür mussten wir echt viel Scheiß machen, muss ich sagen. Ja. Wir hatten 3 verschiedene Lautsprecheraktivierungsquests über den ganzen Kontinent hier. 3x3. Was auch sonst. Ich glaube, erstmal war es sogar 4, meine ich. Das kann sogar sein. Aber ich bin mir ganz sicher. So, wir haben aktuell. Kurz auf die Quest gucken. Dschungel. Lukas ist, glaube ich, in der Kirche. Howard ist, glaube ich, in der Kirche. Mit einem bei einem Grab. Kirche, meine ich. Festung Gottes, Kirche. Dann haben wir noch 2. Ja? Viele Kirchen haben ja auch einen Friedhof nebendran. Das heißt, mit einem bei einem Grab passt. Das stimmt. Genau, und dann haben wir noch 2 hier Repetitive Quests. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Unendlichkeitsquests halt Dinger. Ne? Genau. Und ansonsten haben wir eigentlich alles abgeschlossen, was wir haben. Und ich meine auch nicht, dass wir irgendwo eine Quest verpasst haben. Es kann natürlich sein, dass es eine neue gibt, irgendwie vielleicht noch ein Resort oder sowas, weil Cinnabar hat irgendwas gesagt zu uns. Waren wir eigentlich schon wieder seitdem zurück und haben uns das mal angeguckt? Ich glaube nicht. Wir können ja, bevor wir mit Mother Helen sprechen, nochmal kurz zu Cinnabar gehen. Ja, Mutter Helen. Scheißdreck tust du. Au.
Die kommen ja alle rüber. Ich dachte, die bleiben einfach da und wir können abhauen. Ja. Ne, die haben sich gedacht, ficken. Energy Drinks, ja. Mal das Übliche. Ja, da ist ein Boomer. Oh nein. Jemand geboren vor 1963. Nee, vor 64 war es, glaube ich. Ich habe gar keine Ahnung, wo die ganzen Grenzen sind. Ihr habt es, warum auch immer, leicht im Kopf. Wir könnten uns einfach zur Kirche porten von hier aus. Oh. Ich glaube, das machen wir auch. Ich finde die Straße nämlich ein bisschen nervig zu navigieren, muss ich sagen. Verstehe ich. Okay, dann gehen wir erstmal. Warte mal. Moment, irgendwas ist hier oben noch. Hugo hat für mich noch Loot, oh. Hast du, hat er auch noch für dich hier Loot vielleicht? Bei mir hat er noch ein bisschen Geld gehabt. Oh ja, Cash. Ich esse erstmal alle Früchte auf. Ja, gönn dir. Hier ist nur Energy. Ehre. Jetzt bin ich auch wieder voll. So, dann reden wir mit zuerst mit dem Typen hier oben mal, nicht? Der hat hier noch Batterie. Was? Ja, die sollst du ihm abgeben. Das ist eine Repetitive Quest. Ah, da hat mir 140 dafür gegeben. Werde ich mir jetzt nicht beschweren. Okay, hier war niemand anscheinend. Ach, dann war das die Quest. Ach, stimmt, genau, das ist die Quest da unten. Die diese Flaggen heißen, dass es noch eine aktive Quest ist. Und das war diese Repetitive Quest. Oh, okay, ich sehe. Da ist Howard. Aufprall. Aber der hat doch gesagt, er ist beim Motel, also auf den Postern. Wir sind doch aber in der Kirche, ich bin nicht ganz verstehend. Warte, steht auf dem Poster nicht da? Nee, ich dachte, da stand. Ich weiß es nicht. Da stand Motel. Well. Ich habe gerade beim Mikrofon gehauen. Die Leute in den Tod. Vielleicht geht der da noch später hin, das weiß ich nicht so genau. So, Mother Helen ist da hinten, das heißt, sagen wir nicht, wir gehen aber noch mit Bruno reden. Kapitel 8? Warum steht das kein Resultat? Okay. Oh, hey. Er hat auch Geld. Ja. Aber das ist eine Quest für uns. Kann ich den. Geil, ich kann den. Danke, dann habe ich den schon abgegradet. Der will anscheinend Nägel haben. Beeinträchtigend. Der ist sogar noch ein bisschen besser. 62, 66. Also ich glaube, ein oder zwei Nägel dürfte ich tatsächlich noch haben. Hm. Oh, den Polizeiknüppel kann ich modifizieren. Das macht. Besorge ihm drei Nägel. Hier. Ja, komm, mach mal. Zack. Ist das eine wiederholbare Quest? Ja, drei Nägel. Okay, schnelle Hilfe. Bringe zu. Wo ist denn der Typ? Ausrüsten über den anderen. Zack. Oh. Oh ja. Das ist jetzt doof. Mittelmäßige Schwere. Hm. Wir haben im verlassenen Haus noch eine Quest. Wir das. Nicht das Insulin? Was war denn das? Medikamente, wo wir Medikamente für ihn hinbringen sollten. Das ist komplett am anderen Ende der Stadt. Ah, geil. Können wir uns das nicht porten, oder? Ich hoffe doch. Porten, Arena Lobby? Nee, wir haben nur Lagerhaus. Verkaufen, das kann ich. Ich hab doch hier. Verlassenes Haus, Stadtplatz, da geh ich mal hin. Vielleicht ist es auch das hier. Ja, das ist die richtige, genau. Die verkaufen. Okay, ich komme hier mit. Ehre. Ich glaube, das könnte vielleicht das Ding sein. Maybe. Ja, ist es perfekt. Dankeschön, Spiel. Hallo, Herr Typ. Gut, excellent. Now let me get back to work. Das war ja wenig spektakulär. Danke für absolut nichts. For real. Lass mal Kopf einschlagen. What do we have here? Dann lass uns mal kurz zurück zu Cineboy. Any news? Nein, keine News. Weil ich schnauze. Rettungsschwimmer. Ne, im Moment, er ist ja im. Wo sind die denn? Leuchtturm ist das, oder? Ne, Rettungsschwimmer ist doch das Richtige, da müssen wir hin. Okay. Hoffe ich. Also ja, dieser Bunker, da waren wir irgendwann schon mal, das war gar nicht das, wo wir hin wollten. Tod in Glas, bringe Harlan 3 Flaschen Alkohol. Haben wir das andere Quest gerade? Ich habe gerade feurige Getränke. Jedes Mal, wenn du Mike 5 Flaschen Alkohol bringst, macht Molotov Cocktails für dich. Ah. Jetzt kommt der Tod im Glas. Tod in Glas, oh. Okay, wir haben jetzt gerade die ganzen Quests, also diese ganzen
der wiederholbaren Quest von dem Gebiet hier. Also die hatten wir vorher nicht mehr, aber jetzt haben wir die wieder. Ah. Interessant. Heißt denn, aber du hast doch gesagt, irgendwie ist ja alles scheiße, nicht? Und ist sie tot. Aber irgendwie nicht? Ich bin nicht ganz verstehend. Ich auch nicht. So, wir könnten noch. Der Wind in den Eingeweiden. Den ganzen Quatsch hier machen. Also, wir können Kim Wasser bringen, wir können Svetlana Schnappes bringen, also hier Markenchampagne. Wir könnten Essenskonserven nett bringen, wir könnten Molotovs machen, wir könnten nochmal Molotovs machen lassen. Saubere Vergeltung. Ah ne, ich glaube, dafür gab es noch Geld für die Haarland-3-Flaschen. Ich bin mir nicht sicher. Aber im Endeffekt ist hier jetzt nichts Interessantes mehr. Also wir haben ja nur die drei aktiven Quests jetzt, dass ja, wir in den Dschungel sollen. Also die halt, die wir schon relativ lange haben. Dann sollen wir mal in den Dschungel, oder? Ja, ich bin gerade überlegen. Also wir können Svetlana natürlich auch den Champagner bringen, aber das ist echt weit weg und habe ich echt wenig Lust, wenn ich ehrlich bin. Ja, verstehe ich. Ja, ich würde sagen, dann porten wir wieder zurück zur Kirche und sprechen mit Mother Helen. Das Ding war hier hin, ne? Genau. Mach mal ihm mal die Tür hier zu. Damit Cinnabon nicht gefressen wird. Jo. Ja, ich würde sagen, Cinnabon ist schon der beste Name, den wir uns jemals im Spiel ausgedacht haben. True, true. Dame in Schwierigkeiten, sprich mit Mother Helen über Gin. Oh Gott. Ach so, ich habe das erst mit G. Weißt du? Ja. Wäre auch verständlich, doch. Hallo. Okay, du musst auch noch hinkommen. Hallo. Hallo. Ja. Danke, dass du mich nicht so anguckst. Ey. What the fuck? Okay, jetzt sollen wir die Polizeiwache? Ah. Joseph went with her, and I fear for both of them. Can you bring them back? Yes, we can. Yes. Mm-hmm. Lord, watch over them. Joseph is a good man. You must look for them. Please, hurry. Also das verstehe ich jetzt, also storytechnisch hatten wir es ja schon mal. Also ich würde ja verstehen, wenn die Punks, wenn wir da irgendwie Kontakt zu hätten und die haben gesagt, yo, uns geht's auch nicht gut, verpisst euch. Aber die haben nur gesagt, verpisst euch. Und warum will Jin denen jetzt Essen bringen, wenn sie nicht mehr weiß, dass die existieren? Also wir haben das ja gerade so mitbekommen, weil wir dran vorbeigelaufen sind. Ja. Storyspiel? Weiß ich nicht. Haben wir ihr das gesehen? Mhm. Also ja, wir haben ja mit ihr geredet, aber sie hat das ja auch schon so gesagt, als würden wir es wissen. Oh, hier ist Joseph. Was? She got it in her head to go to the police station to give them supplies to. They were drunk, laughing. I begged them to let her go, and they beat me until I blacked out. When I came to, I was on the other side of the wall. But she's probably still alive. They wanted to keep her. Use her. You'll get her back. Right. Get in there through the sewers. The building's locked off, but I'll give you the key. They didn't take it off me. Make them pay for what they did to her. All she wanted was to help, and they, oh, they, now go get her out of there. Okay. Ja, also ich glaube ihm in der Tat, dass sie noch am Leben ist. Sie ist halt jetzt wahrscheinlich ein bisschen gerapter als davor. Wahrscheinlich. Was war das gerade für ein komisches Geräusch, als du die Treppen runtergekommen bist? Ich bin, an der Seite, ich bin gerannt und gesprungen und bin dadurch so weit in die Luft wegen den Treppen runter, dass ich bis auf zwei Leben alles in Leben verloren habe. Ah, okay. Beim Aufschlag. Kommt her, ihr! Ich hab einen Messingschlagring. Ich hab eine große Axt. Da war gerade meine Stimme gerade ein bisschen weg, als ich es gesagt habe. Kam bei mir gar nicht an. Okay. Voll geil. Okay, können wir durchgehen. Lebst du noch? Nein. Ich glaube, das habe ich dich letztes Mal schon gefragt, Herr Zombie. Glaube ja. Jo, lebt definitiv nicht mehr. So, dann Kopf mit dem Fernseher. Genau, Kopf und Fern immer wichtig. Wieder ab zur
komischen Polizeistation, wo wir tausendmal noch vorbeigelaufen sind. Wir sind erstmal in die Kanalisation, da von unten in die Polizeistation, ne? Waren wir da schon überhaupt in der Polizeistation? Wir waren im Supermarkt, aber nicht in der Polizeistation, oder? Ja, wir waren nicht drin, wir sind aber die ganze Zeit vorbeigelaufen, das meinte ich. Ja, ja, das kommt hin. Aber wir sollen ja erstmal in die Kanalisation und dann von unten da rein, weil die halt die Tür zugemacht haben. Mhm. Hat er gesagt, meine ich. Kommt hin. Ein Wüti. Also ein Offizier. Au! Hoppa, weiß ich nicht. Nicht mir mal wehtun. Ja, for real. Einfach eine Zweihand-Axt werfen mit einer Hand? Als wäre das nichts? Ja. Klar. Du bist ja auch so ein voll der starke Dude. Das stimmt. Ja, willst du sagen, dass nur Dude stark sein können? Willst du ein bisschen gendern oder was? Ja, natürlich. Warte mal, was? Was? Will ich gendern? Ja, willst du gendern? Ich hatte eher Sexismus vorgeschlagen, unterstellt, wollte ich sagen. Also, du hast mein Gender assumed. Das ist wahr. Fuck. Dann habe ich aber falsch gegendert. Das stimmt. Das weißt du nicht. Oder ich könnte falsch gegendert haben. So. Ja. Hallo, nicht festlaufen, komisches Ding. Wir sind hier lang. Du hast dich auch zum Teil an mir festgelaufen gehabt. Hier liegt ein Ausweis. Oh, geil. Also, okay. Die liegen halt manchmal so komplett random Orten. Ja. Kobe. Warum soll. Also, die Kanalisation ist ja relativ groß, ne? Wieso sollen wir jetzt zu diesem Eingang hier hinten? Ja. Also, wir haben halt 1000 Abwasserkanäle. Vielleicht ist von da aus unter Tage das kürzeste, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich hoffe mal. Sonst. Wahrscheinlich ist das jetzt so einer der am weitesten weg, damit man die Spielzeit ein bisschen zerren kann, ne? Wahrscheinlich. Das war cool. Aui. Nein, aui. Nein. Wer von uns hat gerade ihren Arm entfernt? Wahrscheinlich ich, weil ich eine Axt habe. Aber ich will es nicht mich darauf festlegen, dass ich es war. Ich habe einen Messing-Schlagring mit Dornen. Moment, komm mal kurz mit. Ich komme. Hier sagt der Motel. Also hier ist das Post, was wir platziert haben. Tatsache. Tja, ich wollte die Leute einfach nur in den Tod leiten. Oder vielleicht weiß das Spiel, dass er später bei irgendeinem Motel sein wird im Dschungel oder sowas. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, die wollen ihn in den Tod leiten. Wahrscheinlich, ja. Also gut so. Was hattest du? Dame in Schwierigkeiten. Such dir einen Weg durch die Abwasserkanäle zur Polizeiwache. Was denn? Dame in Schwierigkeiten. Alter COD-Song. Au! Dieser Zombie nicht mich schlagen. Ich höre Musik. Ja, es ist ein Eckis kleiner Rad. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Also ziemlich sicher waren wir schon mal. Mittelmäßiger Revolver. Reparieren. Reparieren. Reparieren immer wichtig. Mittlerweile 10.000 mehr schon wieder. Seitdem ich das letzte Mal geguckt habe. Also seitdem wir den Part beendet haben letztes Mal. Ich glaube, irgendwie so um die 30.000. Jetzt ist es einfach, also ja, 34.000. Und jetzt haben wir es 44.000. Okay, wir sollen in eine komplett andere Richtung anscheinend. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass es hier lang geht. Kann jedem mal passieren. Jo. Boomer. Oh oh. Das. Boomer. Ich heim mich mal kurz. Mach dein Ding. Na komm. Ja. Came. Und der andere Zombie auch gleich erledigt. Nice. Lappen wieder. Warum haben die so oft Lappen dabei? Damit man sich nachher abwischen kann, wenn sie explodiert sind? Wahrscheinlich. Aber hier sind es auch wieder mehr Polizeizombies, vielleicht weil wir da hingehen sollen? Stimmt. Ah, das kann sein, ja. Nein, aus. Böses Ding. Du auch. Ich muss sagen, ich fühle die Großachs nicht so krass. Willst du die vielleicht haben? Ich weiß nicht, was macht die an Schaden? Vielleicht kann ich die gebrauchen. Akzeptier handeln. Oh. 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 Die sieht gar nicht mal schlecht aus, ja? Ja, Handel akzeptieren. Vielen Dank. Weil die ist halt, also die ist halt wirklich gut, aber die ist halt zu träge und ich weiß nicht, ob deine Waffen nicht allgemein eher so auf die träge Art sind. Und du einfach damit besser klarkommst. Ich habe halt gerne diese kleinen Axtdinger, womit ich 1000 Schläge machen kann.
Ja, das verstehe ich. Und die hat halt Toxinschaden, das ist auch noch gut. Definitiv. Hier den Morgenstern kann ich zum Beispiel damit ersetzen, der ist da oben. Da die Alte. Na komm. Ach, ich kann ihn nicht ausrüsten, weil Stufe 29, ups. Ah, okay. Lel. Die Axt? Dann. Ja, die ist 28, die ist 29, ich bin wahrscheinlich Stufe 28 oder so. Okay, das kann natürlich sein. Ich habe es nicht drauf geachtet, ich glaube, die habe ich einfach... Habe ich die gekauft? Habe ich die gefunden? Hm. Oh, da ist ein Hurensohn. Was gab's für den nochmal als Dingern? Einfach nur Todprügler, oder? Also der hat ja nicht irgendwie ein besonderes Muster. Ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass der so nichts Besonderes hat. Ist er einfach nur so, yo, hey, tritt mich. Ja, also, der hat halt noch sein Rumkotzen, aber ansonsten, ja. Ja, also genau, also dass er hat halt eine Fähigkeit, aber er hat halt nicht irgendwie eine besondere Art, ihn zu bekämpfen, weil die Decken, jetzt okay, auch nicht, weil die sind halt einfach nur stärker. Aber die Angries, die muss halt von hinten kämpfen und die Boomer explodieren halt, da musst du halt weggehen von und der ist einfach so, hey, schlag mich ganz normal, ich hab einfach mehr Leben als alle anderen. Ja. Vielleicht hat er auch irgendwo eine Schwachstelle, die ihn zum Explodieren bringt oder so, die wir einfach noch nicht kennen, keine Ahnung. Unterlassen. Dann lass uns klar gegen deinen Kopf. Mhm. Und gelevelt, Hype. Aui. Das britzelt. Das stimmt. Aui. Dann skillen wir einmal kurz und nicht das hier. Hä? Was denn? Also kann ich da hochgehen? Warum nicht? Ich bin da einfach rückwärts hochgegangen, praktisch. Ich erwartete dies nicht. Ja, stimmt. Also bei mir ist es ein bisschen laggy, aber wenn ich die ganze Zeit gedrückt halte, komme ich hoch. Aber es geht. Hier haben wir doch einen Schädel mitgenommen, oder? Da, ja, hier. Oder? Hier sind wir Dietrich Stufe 3, ein behinderter Dornenmäßig-Schlagring. Hm. Nehme ich mal mit, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch den blauen Schädel, oder? Ja, den habe ich. Habe ich dabei. Irgendwo. Ich glaube, wir haben den beide, wenn wir den aufsammeln, oder? Das kann auch sein. Auf jeden Fall, ja, der fällt uns noch. Okay, hier sollen wir jetzt rein, das kommen wir vorher anscheinend nicht. Und hier werden wir wahrscheinlich wieder die Pistole benutzen, weil hier wieder wahrscheinlich diese Typen rumlaufen. Einmal bei 9 zurück, nochmal Fortschritt halten. Wird wieder geklippt und geklappt. Oh, hier ist unser Auto. Oh! Okay, da ist Strom, da sollte ich vielleicht nicht durchlaufen, ne? Voll durchlaufen, sagst du. Kannst du mal versuchen und gucken, ob du stirbst. Können wir das von der Polizei das hier klauen? Ja, ja, das ist eigentlich geil, eine Muni oder so. Ach ja, ich kann H drücken. Maybe there's something useful. Oh, da liegt eine Aufzeichnung. Hören wir sie mal an. Ja. I was so exhausted, I couldn't help but sleep. In the morning, the infected were gone. I don't know where they went. Maybe they found other survivors, but I am making a run for it. Oh, yeah. This city is in chaos. Buildings are burning, wrecked cars cover the streets. At first there was looting, but now there's no one. Dead. Everywhere. Where are the fucking police? The military? Why haven't they... Das ist ein Mampf. Wait a second. Zombie. Oh. Ja, man kann ihn erschießen. Nice. The girl's crying. Oh, Jesus Christ. Her face is buried in her chest and she's okay. No, I can't just leave her there alone. She's about the same age as my son. No more than 6. Ach, du bist weitergegangen. Ja, ein bisschen. Hello? Hey, sweetie. Are you okay? Honey? Maybe you should come with me. Oh. Oh my god. Her face. It's covered with blood. Shit. Motorteil hier links. Oh geil. Danke. Am Ende der Aufzeichnung meint Char, I love surprises. Hier ist ein Angry drin. Ein großer Angry oder ein kleiner Angry? Das ist ein kleiner Angry. Großer. Also der große ist der mit dem... Ach, der mit dem Zwangsjahr, ja.
Junge, wie wir den einfach komplett gehen. Au! Nicht erschrecken, Bruder, das gibt's ein paar Tritte, aber. Jetzt gibt's ein paar Tritte in den Kopf, Junge. Richtig. Das ist ein Bordstein. Nottier. Ich konnte die Fresse gleich auf den Bordstein legen, weil du ihn zu schnell totgeschlagen hast. Ah! Oh fuck, oh fuck. Wo kommt der denn her? Keine Ahnung, ich drehe mich um und plötzlich ist der Hurensohn da. Was soll das? Abgenutzter Vorschlaghammer, der ist glaube ich richtig schlecht. Wahrscheinlich, Alter. Hier können wir nicht rein, aber hier ist ein Bauplan. Pistolenmunition. Oh, wir können Pistolenmunition bauen. Oh, das gucken wir uns. Also absolut nutzlos, weil wir halt so viel bekommen davon immer. Wir können mal gucken, ja, was es bringt, ne? Also was ist. Ja, wir können mal gucken, Developers Craft Nummer 4 brauchen wir auch 5 Diamanten und Batterien. Für 1 auch. Just Mindblowing Craft by Simon? Electro Body. Macht man da durchgehend Stromschaden? Und Piranha ist auch mit einem Hammer. Da wollte ich hin. Genau. Ich wollte Pistolenmunition eigentlich gucken. Ach da, Hersteller Pistolenmunition. Ah, ja, ja. Metallschrott und Reiniger. Ja, 438 ist auch ganz gut. Okay, dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alles gemacht. Ich kann nochmal looten. Und können dann nochmal einen Schritt weiter gehen. Ich denke mal, wir sollen da lang. Gibt es hier noch was? Nope. Aha. Der lebt noch. Wow, der Huren. Und doch die Schnauze hier. Dafür gibt es mal ein Arm weniger für den Typen. Und einen Kopf. Reza. Oh, hier gibt es auch noch was. Erstmal gucken, ob es hier noch was Cooles gibt. Du lebst ja auch. Das war's mit einem Arm. Das war mit dem zweiten Arm. Lebst du auch? Nee, ich glaube, der lebt nicht. Nee. Schlag dir noch 20. Ich glaube, die Pistole ist gar nicht so schlecht mit 1119 Schaden. Oh, das ist echt gut. Hallo? Er lebt noch. Ausweis. Nice. Gilbill. Hallo. Die Bitches schlafen Baumen. Aber ich kann Bill nicht killen. Hm. Okay, meine Lampe ist gerade ziemlich leer. Ja, wir helfen dir irgendwann bei Zeiten mal. You, over there. Nö. Gehen weg. Okay, aber hier sollten wir nicht durchgehen, weil da geht gleich die Story weiter. Dann sollten wir dem Dude noch helfen vielleicht? Ja. Ich will erstmal gucken, was hier alles gibt. Ach, der ist schon tot. Ich hab gerade meinen Kopf geschlagen. Hallo, Freund. I'm a police officer. I've been locked in the cell for 2 days without food or water. What? After a few, everyone on the force was out trying to restore order. Order. They wanted somewhere safe, so they took the station. Will you help me get out of here? Klar, Freund. I'm in. Thank you. Come. Here. Take this key and put it into the control panel on the wall. Every cell door will open. From here on out, I can take care of myself. Augie? Myself. Gibt's noch was anderes, was wir vorher machen sollten, bevor die ganzen Türen aufgehen? Weil es waren irgendwo noch Zombies versteckt? Augie, soll aufhören, in Strom zu stehen. Na wohl, in der Arbeit mache ich das auch gerne mal. Das macht mir keinen so einen Schaden. Wie dem Charakter. Das ist einfach nur eine Pussy. Okay, ich drück das Ding. Ja. Ich kenne von Arbeit jemanden, der diesen Vornamen hat. Ich nicht? Hallo, Reza. Good on you. Yeah. I can take it from here. Was gibt's so ein schönes? Gefährlicher Polizeiknüppel. Meiner ist gefährlich, aber trotzdem schade. Wir können ja kurz gucken, ob es irgendwas gibt in den ganzen Zellen. Kannst du auf der linken Seite gehen, nicht auf der rechten Seite lang? Jo. Haben Polizisten gefunden. Töte ihn. Konnte ich nicht. Schade. Der, den wir gerade rausgelassen haben. Das Reza. Hier ist nur ein Heftchen, aber nichts zum Aufsammeln. Will es noch immer killen? Wo kommst du denn her? Hä? Er ist gespawnt. Nicht spawnen, das ist unhöflich. Was zur Hölle, Junge? So, hab ihn in eine Zelle gekickt. Wichtig. Da hin. So, dann gehen wir mal weiter. Da hinten ist übrigens noch eine Tür. Wo?
Wo war die? Da. Ah, okay, das ist einfach nur rückwärts in den Raum wieder rein. Ich dachte, ich kriege mal die auf. Ja, ich... Aber wir können gleich mal probieren, wenn wir da sind. Oh ja. Oh, dieses Zuckerstockmesser macht zwar viel Schaden, aber es hat 31 Dinge und es, ich habe das jetzt wirklich zweimal benutzt und es hat schon irgendwie 78 HP nur, also hier Ding gehabt, ja, Haltbarkeit. Für zwei Schläge, so viel war, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, also, aber wirklich nicht viel benutzt, das Ding. Das geht wirklich schnell kaputt. So, hier ist noch ein Raum. Feuerraum. Und ein Fact ist hier. Hier steht so ein Fact, willst du nicht holen? Jetzt haben wir noch kurz kaputt gemacht. Komme. Kam. Aber wenn wir auf die Zeit gucken. Oh! Tja, wenn wir auf die Zeit gucken, dann müssen wir den da drin. Oder? Nee, den können wir auch nachher killen, oder? Können wir ihn überhaupt killen? Das ist ja so ein Ding von. Die Schreiben. Tür. Geht die Tür auf? Guck mal. Nö. Ja, gut, dann können wir nur beobachten, I guess. Ja. Das ist dann wohl so. Naja, dann hoffe ich an der Stelle, euch hat der Part gefallen. Dann sehe ich vielleicht wieder im nächsten Part mit komischen Animationen. Bis dahin. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.